Einzelgänger. Ein Wort, das längst nicht mehr nur zur Beschreibung von eigentümlichen anderen Menschen genutzt wird. Viele sind längst bereit, sich selbst auch ohne Scham als Einzelgänger zu bezeichnen. Und das, obwohl man sich in der Gesellschaft doch eigentlich einig ist, dass wir andere Menschen brauchen und soziale Wesen sind. Wie passt das zusammen? Es hat etliche Vorteile, ein Einzelgänger zu sein. Der wohl offensichtlichste ist, dass man keine andere Wahl hat, als selbstständig zu werden. Wer keine oder nur wenige enge Kontakte hat, der wird viele physische und emotionale Arbeiten selbst bewältigen müssen. Wenn das freiwillig geschieht und gelingt, erarbeitet sich ein Einzelgänger Selbstbewusstsein. Während andere ihn oder sie als Sonderling oder Außenseiter wahrnehmen, baut sich da die Stärke auf, in nahezu allen Situationen auch allein klarzukommen. Vielleicht ist diese zusätzliche Zeit allein und die Notwendigkeit der Selbstständigkeit auch der Grund dafür, dass intelligente Menschen statistisch gesehen weniger Freunde haben. Das ist eine kleine Huhn- oder Ei-Frage. Verleitet Intelligenz zum Rückzug oder macht Rückzug intelligenter? Freiheit ist ebenfalls eine Folge, die nicht zu unterschätzen ist. Obwohl viele Menschen Gemeinschaft und enge Bindungen schätzen, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Bindungen auch Verpflichtungen mit sich bringen. Zu Geburtstagen gehen, in Krisensituationen verfügbar sein, auf Nachrichten antworten, gemeinsam planen, auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen, das bleibt oft aus im Leben eines Einzelgängers. Dadurch sind sie oft sehr flexibel. Sie gestalten ihren Tag, ihre Woche, ihr Leben primär genau so, wie sie es wollen. Und dabei vermeiden sie sogar oft noch Drama. Denn ja, wo Menschen sind, da ist auch Drama. Wer hat was über wen gesagt? Wer steht auf wen? Wer hat gerade verletzte Gefühle? Sich in sowas nicht hineinziehen lassen zu müssen, klingt für sehr viele Menschen ganz wunderbar. Übrigens gelten Einzelgänger zwar oft als Sonderlinge in einer Gruppe oder in einer Situation, aber sie gehen anderen auch in der Regel weniger auf den Keks. Das finde ich persönlich angenehmer als Hampelmänner oder Drama-Queens. Einzelgänger leben ein wenig außerhalb des Systems, das wir insgeheim schon alle für krank erklärt haben. Ich glaube, niemand denkt so richtig, dass es unserer Gesellschaft oder Menschheit aktuell gut geht. Nicht jeder reagiert darauf mit Rückzug. Und es lassen sich auch gute Argumente dafür finden, dass Rückzug Teil des Problems ist. Aber diejenigen, die wirklich freiwillig einen Schritt zurückgehen und sich auf das Wesentliche konzentrieren, die wirken heutzutage meist deutlich wacher und klarer als der Rest der Welt. Das Leben als Einzelgänger ist für einige genau der richtige Weg. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Nachteile gibt. Eines der größten Probleme ist wohl, dass weniger Kontakte auch weniger gute emotionale Muskeln bedeuten. Das soll heißen, um Fähigkeiten zu erhalten, müssen wir sie, ähnlich wie einen Muskel, auch trainieren. Und wer weniger und weniger mit anderen in Kontakt kommt oder sich permanent distanziert verhält, der büßt oft emotionale Intelligenz ein. Wer sich selbst genug ist, der ist natürlich besser gewappnet gegen Einsamkeit als andere. Aber Einsamkeit kann trotzdem jeden treffen. Gerade die Einzelgänger, die nicht völlig isoliert leben, haben ja eben oft doch noch Familienmitglieder, die sie anrufen, Freunde, die sie hin und wieder mal treffen, selbst oft noch Kollegen, die zwar nerven, aber mit denen sie sich doch mal gemeinsam über den Stau aufregen oder über den Chef. Sehr viele Einzelgänger haben auch einen oder mehrere tierische Begleiter, wie Hunde oder Katzen. All diese Restkontakte können auch wegfallen oder irgendwann nicht mehr genug sein. Das will zwar kein Einzelgänger hören, aber es passiert eben doch. Wer das Buch oder den Film Into the Wild kennt, der weiß, was ich meine. Christopher McCandless wollte keine Abhängigkeiten. Er hat unfassbar viel allein bewältigt, aber am Ende schrieb er eben doch in sein Buch Happiness only real when shared. Also, Glück ist nur echt, wenn man es teilt. Ich nutze seinen Fall mal gleich noch für das nächste Problem. Jeder ist früher oder später mal auf Hilfe angewiesen. Das trifft jemanden, der sowieso öfter von anderen Hilfe annimmt und sie auch zurückgibt, praktisch überhaupt nicht. Hilfe geben und nehmen ist einfach Teil des Alltags für so jemanden. Aber wer schon lange hochgradig selbstständig ist, der kämpft damit, Hilfe anzunehmen oder überhaupt zu wissen, wo er sie finden könnte. Zu guter Letzt passiert es vielen Einzelgängern, dass sie sich neuen Erfahrungen verschließen. Ich betone ja immer wieder, dass die moderne Welt uns mit ihren Eindrücken und Erwartungen überfordert.
Also finde ich einen Rückzug davon total sinnvoll. Nur eben nicht bis an den Punkt, an dem man alles abblockt. Denn es ist eigentlich sehr menschlich, neugierig zu sein und die Welt entdecken zu wollen. Wenn jedes Gesprächsangebot eines Fremden als nervig angesehen wird, jede politische Veränderung als Bedrohung verstanden wird und jede neue Idee als bescheuerter Trend bezeichnet wird, dann bleibt ein Einzelgänger irgendwann in seiner Entwicklung als Mensch stehen. Mal abgesehen davon, dass das zu Nachteilen im Beruf und in der Liebe führen kann, sehe ich es auch persönlich als sehr schade und tragisch an, wenn jemand irgendwann aufgibt, sich weiterentwickeln zu wollen. Ohne dieses Kapitel funktioniert das ganze Video nicht. Denn was ein Einzelgänger ist, das steht gar nicht so recht fest. Klar gibt es verschiedene Definitionen, die wir zur Hand nehmen können. Wikipedia drückt es so aus. Als Einzelgänger werden Individuen einer Gemeinschaft bezeichnet, die ihren eigenen Weg gehen, das heißt, die inmitten dicht geknüpfter sozialer Netzwerke wenige bis gar keine Interaktion mit anderen pflegen oder die Interaktion beispielsweise auf das beruflich Notwendige beschränken. Sprachnudel führt folgende zwei Punkte an: eine Person, die dazu neigt, sich von anderen Personen fernzuhalten, oder ein Tier, das überwiegend einzeln und nicht im Rudel lebt. Wo genau Einzelgängertum beginnt, da hat jeder eine andere Meinung. Für manche heißt Einzelgänger zu sein einfach nur, nicht fest an andere Menschen gebunden zu sein. Also keine Ehe und keine Kinder. Und nur einen engen sozialen Kreis zu haben. Damit ist jemand kein Einsiedler oder totaler Einzelgänger. Aber ein bisschen Außenseiter kann man schnell werden, wenn man nur ein oder zwei enge Bindungen im Leben hat. Es gibt auch Leute, für die ist ein Einzelgänger nur derjenige, der überhaupt keine Abhängigkeiten hat. Also jemand, der auf niemanden angewiesen ist, um seinen Alltag zu bestreiten. Das ist nur in wenigen Fällen möglich, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen und mit steigendem Alter entstehen oft unfreiwillig Abhängigkeiten vom Gesundheitssystem. Wie genau du einen Einzelgänger definierst oder ob du dich selbst sogar so bezeichnen würdest, ist deine Sache. Die meiner Meinung nach viel wichtigere Unterscheidung besteht zwischen freiwilligen Einzelgängern und unfreiwilligen Einzelgängern. Denn das bestimmt auch, ob man eher die Vorteile oder die Nachteile spürt. Wer wahrhaftig selbstbestimmter Einzelgänger ist, der hat sich die Welt angeschaut und entschieden, dass er nicht mitmachen möchte. Er oder sie hat einiges ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und Überlegungen angestellt. So jemand könnte jederzeit wieder den Status quo erreichen und Kontakte aller Art finden, entscheidet sich aber dagegen. Das kann ein sehr befreiendes Gefühl sein. Viele Versuchungen der Moderne machen diesen Menschen nichts aus. Wer allerdings unfreiwillig Einzelgänger ist, der leidet. Extrem sogar. Denn viele Menschen, die sagen, sie sind gerne Einzelgänger, schaffen es nicht, die Welt einfach so hinzunehmen, wie sie ist. Sie beschweren sich noch, sehen ihren Einzelgängerstatus nicht als etwas Aktives, Selbstbestimmtes. Sie glauben, sie hätten gar keine andere Wahl, weil alle anderen Menschen so dumm und oberflächlich und falsch sind. Diese Männer und Frauen wirken meist sehr verbittert. Sie suchen im Alltag auch noch offene Ohren, erzählen online und vor dem Supermarkt jedem, wie sehr sie alles nervt. Manchmal suchen sie sich dann noch eine spezielle Menschengruppe aus, die besonders schuld an allem ist. Die Jugend von heute, die Ausländer, die Einheimischen. Sich nicht dafür zu entscheiden, Einzelgänger zu werden, es aber trotzdem zu sein, macht einsam. Und Einsamkeit kann uns Menschen umbringen. Sie schwächt unser Immunsystem, macht uns weniger rational und kann sogar wortwörtlich das Herz brechen. Zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass einige Menschen selbst daran schuld sind. Sie stoßen andere von sich, sind vielleicht gewalttätig oder hinterhältig. Sie übernehmen keine Verantwortung für ihre Handlungen. Wenn sie erst einmal an dem Punkt sind, an dem sie gegen alles und jeden wettern und überall nur noch Probleme und Feinde sehen, entsteht eine selbsterfüllende Prophezeiung, bei der sie Ablehnung erwarten und sie deshalb bei anderen hervorrufen. Gleichzeitig vereinsamen aber selbstverständlich auch gute, nette Menschen, weil sie aus einer schwierigen Familie stammen oder hintergangen wurden. Manch einer verliert seine engsten Bezugspersonen durch eine Krankheit oder einen Unfall und weiß dann gar nicht, wie er ähnlich bedeutsame Verbindungen je wieder finden soll. Auch die Außenseiter wider Willen können wahrscheinlich einige Kraft daraus ziehen, dass sie selbstständiger werden. Sich auf niemanden verlassen zu können, heißt auch, das Leben völlig neu denken und bewältigen zu müssen. Aber ich möchte beim besten Willen nicht so tun, als wäre das der perfekte Weg für alle Eigenbrötler und Sonderlinge. Für viele, viele Menschen ist ein strenges Einzelgängerleben weit weg von allem und jedem nicht der Weg zu mehr Zufriedenheit.
Genauso wie für viele, viele Menschen der Status quo mit unzähligen Kontakten, Ablenkungen und Versuchungen im Alltag nicht der Weg zur Zufriedenheit ist. Das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung und Erfahrung. Die Menschen, die ich schätze und bewundere, haben in der Regel gemeinsam, dass sie ihr eigenes Ding machen, ohne dabei die Welt zum Feind zu erklären. Damit bleiben sie offen für Menschen und Erfahrungen, ohne nach ihnen süchtig zu sein oder sich anzubiedern. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich den totalen Außenseitern zeigen wollen, wie sie nicht verbittern und sich abschotten. Und ich würde Mitläufern und Ja-Sagern zeigen wollen, wie sie mit sich selbst zufrieden sind und auch mal allein sein können. Wenn wir alle etwas mehr Gleichgewicht in unserem Leben hätten, wären wohl alle auch zufriedener. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Deine Gedanken dazu interessieren mich. Und zwar unabhängig davon, ob du dich als Einzelgänger sehen würdest oder eher nicht.